auf den Tagesordnungspunkt 10, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte, Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung in Irak fördern. Hierzu liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der AfD vor. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache ist eine Dauer von 39 Minuten vereinbart. Bitte die Kolleginnen und Kollegen, zügig Platz zu nehmen. Ich eröffne die Aussprache und erteile das Wort als erste Rednerin der von mir geschätzten Kollegin Lamia Kadour, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte die Werbeauftragte ist heute nicht, aber die grüße ich trotzdem in Abwesenheit, sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Unsere gemeinsamen Anstrengungen im Kampf gegen den IS sind wichtiger denn je. Seit dem 7. Oktober profitieren die Terrororganisationen und andere von einer beispiellosen islamistischen Mobilisierung. In den Augen der Islamisten ist jetzt der Moment, gegen Israel und den Westen zuzuschlagen. Der IS ist nicht besiegt. Fernab der internationalen Aufmerksamkeit begeht die Terrorgruppe etwa im Irak und Syrien weiterhin Anschläge und Überfälle. Auch Deutschland als einer der wichtigsten Unterstützer für Israel steht laut Verfassungsschutz in besonderem Fokus. Nicht zuletzt der Anschlag in Solingen hat uns dies schmerzlich verdeutlicht. Die Festnahmen und vereitelten Anschlagspläne in den vergangenen Monaten bestätigen dieses besorgniserregende Bild. Der Bundeswehreinsatz im Rahmen der internationalen Anti-IS-Koalition und der NATO-Mission Irak bleibt daher auch im Jahr 2024 ein essentieller Beitrag zum Kampf gegen die islamistische und dschihadistische Bedrohung. Die Fortsetzung des Mandats bis Januar 2026 dient damit nichts weniger als unserem ureigenen Sicherheitsinteresse. Dafür danke ich aktuell im Einsatz, also allen, die aktuell im Einsatz befindlichen, mehr als 300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr auch ganz persönlich. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, die Gespräche, die zwischen der irakischen Regierung und den USA laufen, über ein schrittweises Ende der Anti-IS-Mission bis September 2026, sollten uns ein Warnsignal sein. Der Irak steht weiterhin vor großen gesellschaftlichen und auch sicherheitspolitischen Herausforderungen. Dazu zählt neben der nach wie vor schwierigen Reintegration ehemaliger IS-Kämpfer und ihrer Familien die zunehmende Destabilisierung des Landes durch Drogen wie Captagon. Der moderne Irak ist ein junger Staat. Gerade die prekarisierten und vom Staat vernachlässigten Milieus, die Lager mit IS-Häftlingen, sind der perfekte Nährboden für islamistische Radikalisierung und dschihadistische Rekrutierung. Sollte unser militärischer Beitrag zur Bekämpfung des IS absehbar enden, ist es umso wichtiger, dieses Engagement in anderen Bereichen fortzusetzen. In der Extremismusprävention, in der Gesundheitsvorsorge, im Umgang der Justiz und Strafverfolgungsbehörden mit Drogenkriminalität. Geschätzte Kolleginnen und Kollegen, nicht zuletzt die irannahen Milizen, einige von ihnen Teil der sogenannten Achse des Widerstands gegen Israel, wir sprachen gestern darüber, werden von unserem Rückzug profitieren. Sie haben nicht zufällig lautstark diesen Rückzug gefordert. Schon jetzt erfüllen sie einen Teil des staatlichen Gewaltmonopols, sind in Form von der Hashd al-Sha'bi, der Volksmobilisierungseinheiten, in die regulären Sicherheitskräfte des Staates integriert. Widerspruch aus der Zivilgesellschaft gegen diese Form der iranischen Einflussnahme wurde in der Vergangenheit von den Milizen brutal zurückgeschlagen. Es muss uns also auch darum gehen, eine irakische, demokratische Zivilgesellschaft nach besten Kräften zu unterstützen, die diese Einflussnahme ablehnt, meine Damen und Herren. Der Abzug aus Afghanistan 2021 hat gezeigt, was mit einem Land passieren kann, wenn wir unvorbereitet und ohne Konzept für die Zeit danach handeln. Das Erstarken des afghanischen IS-Ablegers zeigt aber auch, wie wichtig unser Engagement vor Ort im Kampf gegen islamistischen Terrorismus ist. Lassen Sie uns die heutige Verlängerung des Bundeswehrmandats daher zum Anlass nehmen, um über unsere zukünftige Zusammenarbeit, ich komme zum Ende, und Unterstützung mit dem Irak zu sprechen, damit der Kampf gegen den IS und auch darüber hinaus fortgeführt werden kann. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kadour. Nächster Redner ist der Kollege Jürgen Haar, CDU-CSU-Fraktion.
Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die CDU-CSU-Fraktion wird dem Mandatsantrag der Bundesregierung zustimmen. Wir glauben, dass das ein erfolgreiches Mandat nach wie vor ist, insbesondere in der Vergangenheit gewesen ist, dass die 300 Soldatinnen und Soldaten, ca. 300 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr dort einen hervorragenden Dienst erfüllen, in Stäben, aber eben auch in dem Feldlager in Erbil und bei den Luftbetankungsmöglichkeiten, die wir in jordanischen Al-Azraq unterhalten. Und ich möchte an dieser Stelle sagen, ich bin Frau Kadour dankbar, dass sie den Blick ein bisschen geweitet hat von diesem reinen Anti-IS-Mandat, was es ja ursprünglich eigentlich ist, auf die besondere Anforderung, die wir im Irak zu bestehen haben. Denn in der regionalpolitischen, geopolitischen Betrachtung ist der Irak natürlich einer der Hoffnungsschimmer in der Region, nämlich dass dieser Staat tatsächlich eine Stabilität bereits teilweise gewonnen hat, aber auch in Zukunft gewinnen kann mit unserer Unterstützung, die enorm wichtig ist, um die aggressive, auf Expansion und die Vernichtung Israels gerichteten Bestrebungen des Iran einzuhegen. Wir haben im Irak viele Menschen schiitischen Glaubens, die anfällig sind für die Propaganda, für die Lügen aus Teheran, die im Übrigen ja mit einem riesigen Propagandaapparat von Teheran aus in den Irak, das ist ja auch eine andere Sprache, aber das wird eben dann in der arabischen Sprache gemacht, verbreitet werden. Und wir haben in der Politik einen starken Einfluss des Iran. Und wir haben erlebt, dass bei den Angriffen des Iran auf Israel, bei den zwei Angriffen der letzten Monate, tatsächlich auch aus dem Irak heraus Raketen auf Israel abgeschossen worden sind, sodass die Gefahr aus dem Irak heraus für den Frieden in der Region, insbesondere für Israel, offensichtlich ist. Und deswegen ist es gut, dass wir an diesem Mandat mitwirken, dass mittlerweile über die reine Bekämpfung des doch sehr eingehegten IS hinaus es eben dann vermocht, doch die irakischen Streitkräfte in die Lage zu versetzen, entsprechend stärker und besser zu werden beim Kampf gegen solche Terrorgruppen im eigenen Land. Jetzt gibt es natürlich die Erwartung am Horizont, dass wir dieses Mandat eines Tages insofern überflüssig machen, indem eben nicht nur der IS erfolgreich besiegt ist in der Region, sondern eben auch die irakischen Streitkräfte, die irakische legitime Regierung, die Regionalregierungen, etwa die kurdische Autonomieregierung im Norden des Irak, in Erbil, dass sie in der Lage sind, diese Aufgaben, die wir gegenwärtig als westliche Allianz für sie noch mit wahrnehmen, alleine erfüllen können. Und deswegen ist es gut, dass es solche Gespräche immer wieder gibt, dass die Amerikaner im Augenblick darüber reden, ob man zumindest einen Teil des Mandates, sind ja genau genommen zwei Operationen, an denen wir uns mit unserem Mandat beteiligen, eine NATO-Operation und eine Operation Inherent Resolve, das ist die OES-Mission, mit der wir in Erbil tätig sind zum Beispiel, dass wir das ein Stück weit ersetzen. Die Bundesregierung hat freie Hand, finde ich, sollten wir ihr auch klar sagen im Bundestag, hinter dem Mandat zurückzubleiben, wenn es zu einem Ergebnis kommt, dass Teile des Mandats auf andere Weise erfüllt werden können. Und sie sollte auch frei sein, vor Ablauf der 15 Monate in den Bundestag zu kommen und ein neues Mandat vorzulegen, wenn es im Rahmen der internationalen Vereinbarung der westlichen Welt, sage ich jetzt mal salopp, mit dem Irak zu dem Ergebnis kommt, dass man das anders fortsetzt. Diese Gespräche wird die Bundesregierung mit Sicherheit verantwortungsvoll führen und dann hier dem Deutschen Bundestag darüber berichten. Ich möchte natürlich auch den Soldatinnen und Soldaten danken, die dort im Einsatz sind. Ich bin selbst in diesem Lager, Feldlager in Erbil gewesen. Ich habe auch die Splitterschutzanlage, den Bunker gesehen, in den die Soldatinnen und Soldaten mehr als einmal hinein müssen, weil nämlich aus dem Iran heraus die Kurden im Norden des Irak natürlich immer wieder auch unter Druck gesetzt werden, beschossen werden. Das ist kein leichter Dienst dort in dieser kargen Region, aber es ist im Übrigen eine der Regionen auf dieser Welt, in der die ältesten Spuren durchgängiger Besiedlung vorhanden ist. Ich bin in Erbil in der Zitadelle gewesen, Weltkulturerbe. Und da hat man mir gesagt, das ist möglicherweise der Ort auf der Welt, der am längsten durchgängig von Menschen besiedelt ist. Dann hat man das unter Denkmalschutz gestellt und wollte die Familie, die da oben wohnt, aus dem Museum aussiedeln. Und dann hat die
UN gesagt, die UNESCO gesagt, oh, sorry, mindestens eine Familie muss da leben bleiben, damit die Tradition der dauerhaften Besiedlung erhalten bleibt. Also eine uralte Kulturnation und diese auch ein Stück weit die Menschen dort und die Kultur dort und den Staat dort zu schützen, ist ein guter Auftrag. Ich möchte zum Schluss noch eine Bitte anfügen. Wir haben ja im Rahmen dieses Mandats einige Fähigkeiten in der Region. Wir sind sicherlich besser informiert, vielleicht auch hinter verschlossenen Türen besser informiert über das, was passiert, als das in der Zeitung steht. Und wir haben eben diese Luftbetankungskapazitäten in Al-Azraq in Jordanien. Für den Fall, dass Israel tatsächlich wieder angegriffen werden sollte, finde ich, sollte die Bundesregierung nicht zögern, mögliche Assets, die ihr zur Verfügung stehen, die sie einsetzen kann zum Schutz Israels, zum Beispiel Luftbetankung, auch unseren Partnern, die aktiv an der Verteidigung Israels mitwirken, zur Verfügung zu stellen, gegebenenfalls dann in den Deutschen Bundestag zu kommen, darüber zu berichten und eine nachträgliche Mandatierung anzufragen. Wenn das mit Augenmaß und Vernunft gemacht wird und dem Schutz Israels dient, habe ich keinen Zweifel daran, dass es hier im Deutschen Bundestag auch für eine solche Maßnahme ein Mandat nachträglich gäbe. Man sollte es zumindest den Israelis und den anderen Nationen, die an der Verteidigung Israels im Falle eines Raketenangriffs aktiv beteiligt sind, auch aktiv anbieten, dass sie wissen, sie haben in Berlin eine Telefonnummer, die sie anrufen können, wenn möglicherweise deutsche Unterstützung gefordert ist. In diesem Sinne schlage ich Ihnen und uns allen vor, dass wir dem Mandat gleich in namentlicher Abstimmung zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Hart. Nächster Redner ist der Kollege Frank Schwabe, SPD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Damen und Herren, ich war vor ein paar Wochen erst vor Ort in der Genozid-Gedenkstätte im Memorial in Sinjar für die Jesidinnen und Jesiden. Und manches scheint ja immer schon weit weg. Es ist aber nicht so weit weg. Der Völkermord an den Jesidinnen und Jesiden ist gerade mal 10 Jahre her. Und wenn man noch mal einen Eindruck bekommen will, welcher Brutalität und mit welcher Menschenverachtung der IS, der ja verachtend Daesh genannt wird in der Region, zu Recht unterwegs war und wie wichtig es ist, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen, dann kann man das dort vor Ort entsprechend erleben. Heute Morgen hatte ich einen Termin mit Arno Tappe, der ist interkultureller Einsatzberater der Bundeswehr, ein sehr kluger Mensch. Das ist spannend, was die Bundeswehr alles für kluge Menschen dabei hat. Und er hat davon gesprochen, dass die Schlange nicht tot ist. Und in der Tat, die Schlange Daesh ist nicht tot, sondern sie lebt weiter dort vor Ort in Schläferzellen. Sie lebt weiter in Nordostsyrien, in den Camps Al-Hol und anderen Gefängnissen, um die wir uns übrigens mehr kümmern müssen, auch mit den dort vorhandenen Autoritäten, weil anders wird es am Ende nicht gehen. Uns, diese Schlange lebt weiter in den Köpfen, auch bei uns in Europa und in Deutschland. Und diese Schlange war am Ende der Grund dafür, dass Menschen in Solingen bei einem schrecklichen Anschlag ihr Leben lassen mussten. Und deswegen will ich in einem abgewandelten Zitat meinen ehemaligen und leider zu früh verstorbenen Fraktionsvorsitzenden Peter Struck zitieren, der gesagt hat, also angelehnt, die Sicherheit Deutschlands wird am Hindukusch verteidigt. Ich würde sagen, die Sicherheit Deutschlands wird eben auch in Bagdad und in Erbil und in anderen Teilen des Nahen und Mittleren Ostens verteidigt. Und der Kollege Hart hat darauf hingewiesen, es gibt tapfere und engagierte Menschen aus Deutschland, die dort in der Region unterwegs sind, viele als Entwicklungshelfer in vielen unterschiedlichen Projekten. Alle die verdienen unseren Respekt. Und ich war auch jetzt zweimal in den letzten 2 Jahren im Camp Stefan und habe gesehen, in welcher Situation die Menschen dort leben, am Ende ja dieses multinationale Camp organisieren, auch für andere Länder. Und auch ich will ganz herzlich danken und meinen Respekt ausdrücken vor dieser wichtigen Arbeit für Deutschland und für die Region, die die Soldatinnen und Soldaten dort leisten. Deswegen müssen wir in der Verantwortung bleiben, in enger Abstimmung mit der irakischen Zentralregierung, aber auch mit der Regierung im Norden, in der kurdischen Regionalregierung. Auch das hat der Kollege Hart gesagt. Bei allen Schwierigkeiten, die es in der Region gibt und bei allen Schwierigkeiten, die es auch im Irak gibt,
ist trotzdem diese Entwicklung im Irak bei allen Schwierigkeiten, die es gibt, ein Hoffnungsschimmer in der Region. Und wenn die irakische Regierung, die natürlich versucht, auch zu überleben in dieser Region, am Ende sagt, ja, wir wollen euch weiter als Partner an unserer Seite haben, dann sollten wir das entsprechend auch tun. Weil es eben nicht sein darf, dass Daesh dort wieder auferstehen kann. Das ist auch die Bedingung übrigens dafür, dass religiöse Minderheiten dort weiter leben können. Als ich jetzt vor kurzem da war, war ich auch in Mosul, habe gesehen, wie jetzt die Stadt wieder aufgebaut wird, wie jedenfalls Bedingungen ein Stück weit geschaffen werden, dass Christinnen und Christen dort wieder leben können, wenn es auch nur sehr zögerlich ist, dass die Menschen dort zurückkehren. Und ich war eben auch in Sinjar, in Shingal und habe gesehen, wie schwierig es ist, wieder Vertrauen zu schaffen, dass Jesidinnen und Jesiden dort wieder eine Heimat finden. Aber es ist völlig klar, ohne eine solche internationale Stabilisierung werden die Menschen dort ihre Zukunft nicht sehen. Und das hat übrigens auch was mit der Migrationsdebatte zu tun, die wir in Deutschland führen. Wir können die Mauern so hoch bauen, wie wir wollen. Wenn die Menschen glauben, in der Region keine Zukunft zu haben, dann ist die erste Region, in die sie gehen, Europa, und dann ist es zum großen Teil Deutschland, weil hier auch andere Gruppen leben, mit denen sie jedenfalls verwandt sind und mit denen sie befreundet sind. Und deswegen ist es auch unser eigenes Interesse, aus vielerlei Gründen alles zu tun, damit dort Stabilität in dieser Region herrscht. Deswegen ist es im Interesse des Irak, der Region, aber eben auch Deutschlands, dieses Mandat heute zu verlängern. Und das sollten wir gemeinsam tun. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schwabe. Der nächste Redner ist der Kollege Gerold Offen, AfD-Fraktion. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Ende September haben sich die USA und der Irak auf ein Ende der Operation Inherent Resolve verständigt. Der Abzug soll, wie bereits gehört, stufenweise bis Ende 2026 erfolgen. Was danach kommt, ist unklar. Das heißt, man wolle eine Sicherheitspartnerschaft eingehen, was immer man auch darunter verstehen mag. In Syrien wiederum geht es im Rahmen von Operation Inherent Resolve um den Kampf gegen den Islamischen Staat. Es geschieht allerdings ohne Zustimmung der syrischen Regierung, die ihrerseits durch eine seit Jahren verfehlte Politik des Westens in die Arme Russlands getrieben wurde. In diesem verwobenen Interessengeflecht regionaler und internationaler Akteure stellt sich die Frage nach den Aufgaben der Bundeswehr in der Region. Wir hatten nun zwei Aufträge, einen Kampfauftrag in den Islamischen Staat und einen Ausbildungsauftrag im Namen der NATO Mission Iraq. Der Bundestag soll nun einer Verlängerung des Mandats bis 2026 zustimmen. Das wird meine Fraktion aus zwei Gründen nicht tun. Der erste Grund sollte jedem Abgeordneten hier ansprechen. Wir kritisieren in unserem vorliegenden Entschließungsantrag die Kombination zweier unterschiedlicher Aufträge in einem Mandat. Denn hält ein Abgeordneter den einen Auftrag für sinnvoll, den anderen aber nicht, muss er zwangsläufig beiden zustimmen oder eben beide ablehnen. Daher fordern wir mit unserem Antrag eine Aufteilung des Mandats entlang des jeweiligen Auftrags. Zum anderen halten wir die Methodik des Mandats für ungeeignet. Und hier unsere Argumente. An erster Stelle die aktuelle Situation. Wir wissen doch heute noch gar nicht, ob überhaupt eine, wie auch immer geartete, Sicherheitspartnerschaft zwischen dem Irak und den USA zustande kommt und ob eine deutsche Beteiligung in diesem bilateralen Konstrukt überhaupt erwünscht oder nötig ist. Dennoch will die Bundesregierung, dass der deutsche Anteil in diese nebulöse Sicherheitspartnerschaft überführt wird. Zum Zweiten, glaubt die Bundesregierung ernsthaft, dass ein Abzug US-amerikanischer Truppen aus dem Irak keine Auswirkungen auf die Ausbildungsmission haben wird? Das anzunehmen ist meiner Ansicht nach unaufrichtig, denn sie täuschen die Bürger über die Lage und die Sinnhaftigkeit des deutschen Antrags im Irak. Nun, Ihre politische Stümperei ausbaden müssen mal wieder einmal unsere Soldaten, also jene, denen Sie hier von Verlängerung zu Verlängerung ja immer wieder gerne für Ihren Einsatz danken, so wie auch heute schon wieder geschehen. Und drittens, auch dieses Mandat besteht wieder aus den altbekannten Floskeln, sozusagen Copy und Paste aus den Mandaten für Afghanistan und Mali. Abschließend heißt es dann, wie immer, Deutschland müsse Verantwortung nehmen, denn unsere Sicherheit wird diesmal am Zweistromland, wie ja schon gerade wir vom Kollegen Schwabe gehört, verteidigt. Nicht ganz der Hindukusch, aber in der gleichen Tradition. Meine Damen und Herren, unsere Sicherheit hier im Land verteidigen wir aber nicht mit Luftbetankung in Jordanien oder Außenmissionen im Irak. Die innere Sicherheit Deutschlands kann nur durch drei klare Maßnahmen verbessert werden. Erstens konsequente Abschiebung, zweitens strenger Grenzschutz und vor allem drittens ein baldiges Ende der hier völlig versagenden Ampelkoalition.
Eins möchte ich aber auch noch erwähnen. Das ist hier auch schon angesprochen worden. Wir wissen eigentlich gar nicht so genau, wen wir da im Irak an Waffen und Gerät ausbilden. Was wir aber wissen, der Irak unterstützt die Feinde Israels mit Geld und Waffen. Es muss daher ein Ende sein mit der militärischen Unterstützung und Hilfe für einen Staat, der die Vernichtung eines anderen unterstützt. Vor allem in der Region des Mittleren Osten schwebt aber die Frage, geht es überhaupt noch um die Bekämpfung des Islamischen Staats? Und ich denke, nein. Wirtschaftlich und geopolitisch geht es im Westen doch vor allem darum, den Einfluss des Iran auf den Irak zurückzudrängen. Ein handfestes Macht- und geopolitisches Interesse vor allem der USA, das hier einmal mehr hinter wohlfeilen Phrasen im Mandatstext verborgen wird. Meine Fraktion wird daher, wie schon gesagt, einer Mandatsverlängerung nicht zustimmen. Vielen Dank, Herr Kollege Orten. Nächster Redner ist der Kollege Alexander Müller, FDP-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Der Nahe Osten ist ein Pulverfass. Der Iran versucht, in der gesamten Region seine Terrorbanden und Milizen zu installieren und mit religiöser Ideologie alles zu destabilisieren. Der IS, der lange Zeit dort Teile des Iraks beherrscht hatte, ist weitgehend vertrieben. Und Deutschland und die Bundeswehr haben einen wichtigen Anteil daran. Aber der IS ist noch nicht komplett besiegt. Die deutschen Beiträge sind zum Beispiel Luftraumüberwachung, sind Luftbetankung, Lufttransport, aber auch die Ausbildung der Peschmerga in der Region Kurdistan im Nordirak. Und schon allein die reine Präsenz internationaler Truppen dort im Nordirak schützt Kurden und Jesidinnen und Jesiden, denn der Iran und die Türkei sind dort in dieser Region ständige Bedrohungen. Und gerade der Nordirak, Kurdistan, ist ein Beispiel an Stabilität, für religiöse Toleranz, für Sicherheit und für einen bescheidenen Wohlstand, der in dieser Region vorbildlich ist. Und nicht unterschätzt werden darf auch der Standort Al-Azraq in Jordanien als Basis für unsere Luftwaffe. Die Zusammenarbeit mit den dortigen Behörden funktioniert sehr gut, und es stärkt auch die partnerschaftliche Beziehungen Deutschlands mit dem Staat Jordanien. Und dieser Stützpunkt ist auch eine wichtige Basis für unsere, also abseits von dem heutigen Mandat. Er war vor wenigen Jahren nämlich die Ausgangsbasis, die entscheidende Basis für die Luftwaffe, als wir aus dem Sudan EU-Bürgerinnen und Bürger evakuieren mussten, nachdem der dortige Bürgerkrieg diese Rettung notwendig gemacht hatte. Und ohne die Basis Al-Azraq wäre es uns nicht möglich gewesen. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir heute an diesem Mandat festhalten sollten. Der Irak ist auf dem Weg, eine gemeinsame Nation zu werden. Sunniten, Schiiten, Jesiden und Kurden fangen an, sich als Iraker zu fühlen und nicht als einer Religion angehörig oder einer Provinz angehörig. Und diese Regierung in Bagdad, die wünscht ausdrücklich, dass Deutschland, dass die Bundeswehr vor Ort hilft bei der Stabilisierung. Würden wir weggehen, würden andere die Lücke füllen, und das wäre an allererster Stelle der Iran. Im Gazastreifen, im Libanon und in Jemen kann man sehen, welche Folgen sowas hat. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Irak hat im kommenden Jahr Parlamentswahlen. Und in den nächsten Monaten und Jahren wird sich entscheiden, welchen Weg dieses Land, der Irak, nehmen wird. Wird es das Modell Libanon, Syrien und Jemen mit starkem Iran-gesteuerten Terrorismus und bürgerkriegsähnlichen Zuständen im Land? Oder wird es das Modell Ägypten und Jordanien mit einer stabilen Regierung? Das können wir auch ein Stück weit fördern mit unserem Beitrag zu dieser Stabilitätsmission. Ich will mich heute bedanken bei allen Soldatinnen und Soldaten unserer Bundeswehr, die vor Ort helfen, dieses Land zu stabilisieren und dem Irak auf seinem Weg in die Zukunft zu helfen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Müller. Nächster Redner ist der Kollege Thomas Silberhorn, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Deutschland unterstützt den Irak seit 2014 im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Und seit 2015 beteiligen wir uns an den internationalen Missionen zur Stabilisierung der Region. Die Bundeswehr hat sich in diesem herausfordernden Umfeld bewährt
und leistet einen substanziellen Beitrag zur Sicherheit. Dafür gebührt den Soldaten und Soldatinnen unser ausdrücklicher Dank. Die Ausbildung der regulären irakischen Streitkräfte, an der wir uns im Rahmen der NATO-Mission Irak beteiligen, macht weiter Fortschritte. Der Aufbau eigener Fähigkeiten ist erfreulich und er ist die Grundlage für den Irak, um aus eigener Kraft für Sicherheit im Land zu sorgen. Und deshalb kann man es nur begrüßen, dass der Irak die Operation Inherent Resolve in absehbarer Zeit beenden will. Es ist ein Erfolg unserer Zusammenarbeit, wenn der Irak die internationale Unterstützung im Kampf gegen den IS in eine neue Sicherheitskooperation überführen will. Die Terrororganisation IS bleibt allerdings eine Herausforderung. Sie hat zwar durch die internationale Anti-IS-Koalition schon 2019 die territoriale Kontrolle über Gebiete im Irak und in Syrien verloren, aber die Gefahr ist noch nicht gebannt. Nach wie vor erhebt der IS territoriale Ansprüche und agiert weiter im Untergrund. Er nutzt vor allem ungesicherte Räume, um seine Netzwerke wieder aufzubauen, und er ist weiter bereit und in der Lage, Anschläge zu verüben. Ein Wiedererstarken des IS wäre also nicht nur eine Gefahr für den Nahen und Mittleren Osten, sondern auch für uns in Europa. Und deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist es richtig, dass wir den Einsatz der Bundeswehr im Irak fortsetzen. Auch die gesellschaftliche Stabilität des Irak bleibt fragil. Die ethnischen und religiösen Spannungen bestehen fort. Immer wieder kommt es zu tödlichen Auseinandersetzungen von rivalisierenden Gruppen. Die Versöhnung zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen ist eben eine Generationenaufgabe. Die Präsenz internationaler Partner, insbesondere die Präsenz internationaler Truppen im Irak, dient deshalb als ein Anker der Stabilität gerade im Norden des Irak. Weil viele Staaten den Irak unterstützen, bleibt unser Beitrag überschaubar. Die Mandatsobergrenze liegt unverändert bei 500 Soldaten. Die irakische Regierung hat erneut signalisiert, dass sie auf unsere Unterstützung zählt. Dem kommen wir seitens der CDU-CSU-Bundestagsfraktion gerne nach, weil wir die Erfolge im Kampf gegen den IS dauerhaft sichern wollen, weil die irakische Regierung ihre eigene Verantwortung für Sicherheit im Land wahrnimmt und weil jede weitere Destabilisierung der Region nicht in unserem Interesse liegen kann. Wir stimmen dem Antrag zu, den Einsatz der Bundeswehr für den Irak fortzusetzen. Vielen Dank, Herr Kollege Silberhorn. Nächster Redner ist der Kollege Max Lux, Bündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr erleichtert, dass wir heute dieses Mandat verlängern können. Das war ja in den vergangenen Monaten nicht immer klar, ob die Einladung aus der Zentralregierung in Bagdad vorliegt. Aber ich möchte eine Sorge unterstreichen, die der Kollege Jürgen Hart geäußert hat. Der Druck des Irans auf den Irak, der kommt von außen, aber er kommt, wenn wir ehrlich sind, auch von innen. Und auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Mich treibt das sehr um. Mich treibt das besonders sehr um am Beispiel der UN-Mission UNITAT, wo die Beweise für die Gräueltaten des IS gesichert wurden. Und diese UN-Mission UNITAT wurde von der Zentralregierung aus Bagdad leider beendet. Das ist hochgradig gefährlich. Ich konnte mir mit Luise Amtsberg ein Bild davon machen, dass die Gräueltaten des IS immer noch nicht genug aufgearbeitet sind, die Beweise immer noch nicht alle gesichert sind. Und deswegen glaube ich auch, wenn wir heute über den Irak sprechen, müssen wir auch sagen, wir müssen alles dafür tun, dass die Beweise, die UNITAT gesammelt hat, gesichert werden und dass sie auch für unsere Strafverfolgungsbehörden zugänglich bleiben. Das sind wir den Opfern des IS schuldig. Meine Damen und Herren, wir wissen bei der fragilen Lage in der Region und im Irak nicht, ob wir in anderthalb Jahren
Dieses extrem wichtige Mandat, wo unsere Soldaten Großartiges leisten, noch mal verlängern können. Umso wichtiger ist, glaube ich, dass wir begreifen, dass jetzt erst die Arbeit beginnt, zu überlegen, wie bilaterale Kooperation mit der Region auch gerade im Sicherheitsbereich aussehen kann, wie gerade auch die Zusammenarbeit mit unseren Verbündeten der kurdischen Peschmerga aussehen kann, damit wir den Irak auch nachhaltig stabilisieren. Lassen Sie uns daran zusammenarbeiten, in dem gleichen großartigen Konsens, den wir hier haben. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lux. Nächster Redner ist für die Gruppe Die Linke der Kollege Dr. Dietmar Bartsch. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Seit über einem Jahrzehnt gibt es die Allianz zur militärischen Bekämpfung des Islamischen Staates. Und bei der Debatte haben manche Diskussionsbeiträge sich wirklich sehr so angehört wie damals beim Afghanistan-Mandat. Lassen Sie mich deshalb zunächst mal daran erinnern, dass vor 44 Jahren, im September 1980, der Iran-Irak-Krieg begonnen hat. Und 4,5 Jahrzehnte gibt es im Irak de facto ständig Krieg, Sanktionen, Militärinterventionen. Und damals, in dem Jahr, galt der Irak als die drittgrößte und war die drittgrößte Volkswirtschaft im Mittleren Osten. Das ist heute längst vergessen, und das Land zwischen Euphrat und Tigris ist nach dem Lebensstandard, gehört es zu den 5 ärmsten Ländern der Region. Und da wird die Lage nicht besser, meine Damen und Herren. Ich weiß gar nicht, wo Sie den Hoffnungsschimmer sehen, Herr Hart. Anstatt Millionen von Euro für einen Bundeswehreinsatz im Irak auszugeben, sollte die Bundesregierung mehr Geld in den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Iraks investieren. Frau Kadar hat dort vernünftige Vorschläge gemacht. Meine Damen und Herren, die Anwesenheit ausländischer Streitkräfte ist im Irak seit Jahren unbeliebt. Bereits im Jahre 2020 forderte das irakische Parlament alle äußeren Mächte auf, die Streitkräfte aus dem Land abzuziehen. Und nicht umsonst hat der irakische Premierminister die westlichen Truppen im Irak als einen Magneten der Instabilität bezeichnet. Das ist die Wahrheit. Und da spricht Herr Hart von einem erfolgreichen Mandat. Nichts dergleichen. Herr Schwabe sagt sogar, die wollen uns. Nein, die wollen uns da gerade nicht. Der Premier hat was anderes gesagt. Und jetzt kommt noch dazu, dass die USA seit einiger Zeit mit dem Irak über den Abzug der westlichen Truppen redet. Und die Bundesregierung ist daran im Übrigen in der Substanz nicht beteiligt. Irgendwann bekommen wir dann hoffentlich ein Signal aus Washington, wann der Einsatz zu Ende ist. Und falls nicht, dann werden die deutschen Truppen so chaotisch abziehen, wie es damals in Afghanistan passiert ist, übereilt und überhaupt nicht koordiniert. Ersparen Sie den deutschen Soldatinnen und Soldaten im Irak den Schmach. Stimmen Sie heute gegen das Mandat und lassen Sie die Bundeswehr geordnet abziehen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Bartsch. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Christian Klink, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Menschen in Deutschland und in der Welt brauchen Hoffnung auf Frieden und Sicherheit für sich und ihre Kinder. Der Mensch kann auf vieles verzichten. Was er aber unbedingt braucht, ist die Hoffnung. Bei all dem Leid in der Welt bewahrt die Hoffnung vor der Verzweiflung. Sie trägt durch tiefe Täler und auf die höchsten Berge. Sie treibt dazu an, die Welt zum Besseren zu verändern. Auch in den dunkelsten Stunden der deutschen Geschichte hatten die Menschen Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und diese Hoffnung gab ihnen die Kraft, sich für ein demokratisches Gemeinwesen einzusetzen. Heute übernimmt ein demokratisches Deutschland Verantwortung in der Welt, damit die Hoffnung auf Frieden erhalten bleibt. Durch die Unterstützung der Ukraine, durch die Stärkung unserer Verteidigung und unseres Bündnisses, durch diplomatische Initiativen für den Frieden und durch die Unterstützung der Allianz gegen die Terrororganisation Islamischer Staat. Nach wie vor verfolgt der sogenannte Islamische Staat das Ziel, einen fundamentalistischen Gottesstaat zu errichten. Unsere Bundeswehr beteiligt sich seit 2015 am Einsatz gegen den IS, der von einer breiten Koalition aus über 70 Nationen getragen wird. Gemeinsam mit Kameraden aus vielen Ländern und gemeinsam mit den irakischen Sicherheitskräften schaffen unsere Soldatinnen und Soldaten Sicherheit für den Irak und bewahren die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden. Dieser Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten verdient große Anerkennung und er verdient den Dank des Deutschen Bundestages.
Auch heute noch ist die Gefahr des IS nicht gebannt. Deshalb hat das Kabinett das Mandat für das kommende Jahr auf den Weg gebracht. Die einzige Änderung ist die Verlängerung um 15 Monate statt der üblichen 12. Ich halte diese Ausnahme für gut begründet, aber sie ist eine Ausnahme. Denn wir dürfen nie vergessen, dass es bei der Entscheidung um ein Mandat um das Leben und die Unversehrtheit unserer Soldaten geht. Dass wir im Deutschen Bundestag jährlich über die Mandate entscheiden, ist Ausdruck unserer tiefen Verbundenheit mit unseren Soldatinnen und Soldaten, und wir werden grundsätzlich dabei bleiben. Die Grundlage des Mandats ist nach wie vor die Zustimmung der irakischen Regierung. Auch die aktuellen Entwicklungen in Israel, Gaza und dem Libanon wirken sich auf den Irak aus. Es liegt auf der Hand, dass der deutsche Beitrag weiter notwendig ist. Deutschland ist ein Stabilitätsfaktor in der Weltpolitik, doch die geopolitische Lage verschlechtert sich. Unsere Konsequenz daraus muss die Stützung der stabilen Staaten sein, insbesondere derjenigen, mit denen wir gleichgerichtete Interessen haben und in vielen politischen Fragen übereinstimmen. Wir müssen das Erreichte sichern, sagte dazu auch unser Minister Boris Pistorius. Und in der Tat ist viel erreicht worden. Die irakischen Sicherheitskräfte sind deutlich gestärkt und besser ausgebildet als zuvor. Die Stabilität im Irak wächst. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft wird zum Glauben an eine bessere Zukunft. Diese Entwicklung ist ein Beleg für die Leistungsbereitschaft des irakischen Volkes, und sie ist ein Erfolg des Mandats. Auch die Evaluierung der Mission fiel positiv aus. Die deutsch-irakische Zusammenarbeit hat Früchte getragen, und Deutschland steht weiter an der Seite des irakischen Volkes. Sehr geehrte Damen und Herren, wir werden die Mandatszeit nutzen, um über grundsätzliche Veränderungen der Mission zu sprechen. Derzeit finden Gespräche zwischen der irakischen Regierung und den Vereinigten Staaten von Amerika unter Beteiligung der kurdischen Regionalregierung statt. Das Thema ist die Überführung der Mission in neue Formate der Sicherheitskooperation. Das ist ein richtiger Schritt, denn Mandate sind kein Selbstzweck. Unser Ziel ist eine stabile Sicherheitsarchitektur für die irakische Nation unter Einbindung internationaler Partner. Zudem halte ich es für außerordentlich wünschenswert, und ich teile diese Erwartung mit vielen von Ihnen, das haben die bisherigen Reden gezeigt, dass der Glaube an eine gute Zukunft und die Hoffnung auf einen dauerhaften Frieden durch die brüderliche Solidarität der Völker und Konfessionen des Irak gestärkt und bewahrt werden. Sehr geehrte Damen und Herren, dort, wo religiöse Fundamentalisten herrschen, gibt es keine Hoffnung. Frauen und Andersdenkende werden entrechtet. Ganze Völker werden versklavt. In den vergangenen Jahren konnten wir wichtige Fortschritte im Kampf gegen den IS erzielen. Heute schlagen wir das nächste Kapitel auf. Packen wir es gemeinsam an. Bewahren wir gemeinsam die Hoffnung. Ich werbe um Ihre Zustimmung und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Klink. Letzte Rednerin zu dem Tagesordnungspunkt ist die Kollegin Sagline Nastic aus der Gruppe BSW. Sehr geehrter Präsident, meine Damen und Herren, die Ampel will die Bundeswehr weiterhin im Irak belassen. Unter Missachtung des irakischen Parlaments, wie schon erwähnt wurde, das schon 2020 einstimmig den Abzug aller ausländischer Truppen beschlossen hat. Die völkerrechtliche Grundlage für den Fähigkeitsaufbau der regulären irakischen Streit- und Sicherheitskräfte ist die Zustimmung der irakischen Regierung, Zitat Mandatstext. Aber wie freiwillig ist denn diese Zustimmung? Seit der völkerrechtswidrigen Invasion 2003 fließen die Einnahmen aus den irakischen Ölverkäufen direkt auf das Konto der Federal Reserve Bank in New York. Die USA kontrollieren bis heute jeden Cent der irakischen Öleinnahmen. Der Irak kann seiner Bevölkerung Nahrungsmittel und Medikamente nur dann zur Verfügung stellen, wenn vorher das US-Finanzministerium deren eigenes Geld für sie freigibt. Meine Damen und Herren, mit diesem Druckmittel zwingt Washington Bagdad direkt dazu, sich seinen geopolitischen Interessen zu beugen. Beenden Sie die Unterstützung für diesen Einsatz und diese Unterjochung. Ja, seit Beginn des Jahres verhandelt der Irak und die USA miteinander. Man braucht keine externe Unterstützung mehr, um den IS zu kontrollieren, heißt es. Das bestätigt übrigens auch ein Bericht des Pentagons. Aber Sie und die USA reden den IS groß
um weiterhin Truppen in Irak und Syrien zu legitimieren. Während die syrische Bevölkerung hungert, stehlen gleichzeitig US-Besatzungstruppen unverhohlen syrisches Öl und Weizen und transportieren es in ihre Militärbasen in den Irak. Es gibt sogar Indizien dafür, dass die USA den IS wieder befördern, um Iran nahe Kräfte zu schwächen. Geben Sie dem Irak seine Souveränität zurück, beenden Sie dieses Mandat. Vielen Dank, Frau Kollegin Nastisch. Da ist noch ein bisschen Stimmung hier reingekommen. Also die Aussprache ist damit beendet. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung des Einsatzes bewaffneter deutscher Streitkräfte, Stabilisierung sichern, Wiedererstarken des IS verhindern, Versöhnung im Irak fördern. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 13.297 den Antrag der Bundesregierung auf Drucksache 12.893 anzunehmen. Die Fraktionen SPD, Bündnis 90 Grüne und FDP haben namentliche Abstimmung verlangt. Ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Ich höre und sehe, die Plätze an den Urnen sind besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung auf Drucksache 13.297. Die Abstimmungsurnen werden um 17.15 Uhr geschlossen. Das Bevorstehen der namentlichen Abstimmung wird Ihnen rechtzeitig bekannt gegeben. Die Verkündung des Ergebnisses der namentlichen Abstimmung so, die Abstimmung über den Entschließungsantrag erfolgen nach Tagesordnungspunkt 13. Ich rufe auf den Tag.